Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Python-Programmierung, Pigments. Meistens sieht man auf Webseiten den Quellcode eines Computerprogramms farbig. Das nennt man Syntaxhervorhebung oder Syntax-Highlighting. So wird der Quellcode besser lesbar und übersichtlich. Bei CMS-Systemen gibt es Plugins für die Syntaxhervorhebung. Bei den meisten Texteditoren, wie zum Beispiel bei Gedit, gehört das heutzutage zu den Grundfunktionalitäten. Zum Beispiel hier die Syntaxhervorhebung bei Python und hier bei HTML. Das Python-Programm Pigments bemüht sich um die Syntaxhervorhebung. Gehört nicht zum Standard, muss also nachinstalliert werden per Paketmanager oder in der Kommandozeile mittels Kommando sudo apt-get install python-pigments. Enter, Passwort eingeben und warten, bis das Paket dann installiert ist. Okay, nun zu einem Beispiel. In Python geschrieben. Die Zeilen wurden im Voraus gespeichert als Datei pyg.py. Im Home-Verzeichnis und die Datei wurde als ausführbar markiert. Am Anfang werden mit from pigments import die notwendigen Komponenten importiert. Mit Lexa, zum Beispiel hier Python Lexa, bestimmt man das Format der Quelle, also hier in Python. Durch den Formatierer ernennt man das Ausgabeformat. Hier HTML, Formata, also Format, also Ausgabeformat HTML. Danach kommt der Quellcode, gebunden an die Variable Lines. Hier mal Quellcode in Python. Highlight führt die Syntaxhervorhebung durch. Zum Beispiel Klammer auf, dann kommt der Quellcode, Komma, dann das Format der Quelle, hier in Python, dann das Format der Ausgabe in HTML. Okay, dann ausführen mit Python pyg.py. Die Stylesheets kann man auch noch ausgeben und zwar hier in Zeile 11 nochmal speichern und ausgeben. Des Weiteren wird das Programm Pigmentize mitgeführt und zwar wird das so geschrieben: Pigmentize. Hilfe bekommt man mit minus minus help. Und per L wird das Eingabeformat und mittels minus F wird die Formatierung bestimmt. So zum Beispiel jetzt hier Pigmentize minus L, also Lexa, hier in Python. Dann minus F, Format der Ausgabe, auch mal wieder in HTML. Und dann kommt der Quellcode, hier die Datei pyg.py. Mit minus O kann man die Ausgabe in eine Datei schreiben. Und bei HTML mit minus groß O full eine komplette Datei, HTML-Datei wird dann ausgegeben. Noch dazu minus groß O full und dann gibt es als Ausgabe eine ganze HTML-Datei. Außerdem gibt es noch verschiedene Lexa und Formatierer. Hier zum Beispiel mal der SVG-Formatierer mit SVG. SVG. Speichern, das weglassen und ausführen. Python pig.py. Dann die Ausgabe in SVG. Oder zum Beispiel den Terminal-Formatierer, Terminal-Formater und hier auch nochmal
Terminal speichern und ausführen. Syntax-Highlighting für cat und less mit Pigmentize. Ich habe mich gestern Abend etwas geärgert, dass cat und less kein Syntax-Highlighting beherrschen. Immer wieder erwische ich mich dabei, dass ich Dateien in einem Editor betrachte, der mir den Code eben farbig und damit auch übersichtlich ausgeben kann. Allerdings ist es gar nicht so aufwendig, cat und less ein bisschen Farbe beizubringen. Gibt es doch mit den Python-Syntax-Highlighter Pigments ein mächtiges Werkzeug, das den beiden Kommandos Syntax-Highlighting lernen kann. So wird zum Beispiel jetzt die .bashrc editiert, und zwar mit gedit Home-Verzeichnis / .bashrc Enter. Also öffnen mit gedit, fügt nun ans Ende der Datei oder an einem anderen Platz folgende Zeilen Code ein. Sie ermöglichen über die Kommandos ccat und eben cless, colorcat und colorless den Aufruf der Befehle mit pigmentize als Syntax-Highlighter. Also ans Ende der Datei hinzufügen alias ccat colorcat ist gleich pigmentize minus g. Dann nächste Zeile, die Funktion cless Klammer auf Klammer zu in geschweiften Klammern. Nächste Zeile, pigmentize minus g, $1 in doppelten Anführungszeichen und weiterleiten an less minus groß r und geschweifte Klammer zu. Dann speichern und das war's. Damit ihr abschließend euer Terminalfenster nicht schließen und wieder neu öffnen müsst, lasst ihr das System jetzt die BashRC umgehend wieder neu einlesen, sodass eure neuen Aliase und die Funktion sofort aktiv werden, und zwar mittels source Home-Verzeichnis /.bashrc. Danach ist der Kuchen eigentlich gegessen. Der Aufruf von ccat und cless bringt in Zukunft wieder einmal ein kleines bisschen mehr Farbe ins Terminal. Jetzt mal der Vergleich. Cat pig.py ohne Farbe und mit ccat dann mit Farbe. Das war User Power for Home Screencast. Ciao und viel Glück.